meines Paranormalen und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wir reden über Spooky Shit und machen Spooky Shit. Also wenn dich das interessiert, lass ein Abo da. Ich habe leider meine Weihnachtsdeko schon verstaut, obwohl erst jetzt Weihnachten ist. Ich habe irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass ich ja noch ein Weihnachtsspecial drehen wollte. Und naja, jetzt bin ich halt wieder auf einem Friedhof. Also lebt damit, okay? Ich habe ja schon so ein bisschen geteasert im Q&A-Video. Übrigens nochmal für alle, die gefragt haben, warum keine Videos mehr kamen. Im Q&A-Video sage ich dazu was, also schaut euch das gerne an, wenn es euch interessiert. Aber ich habe ja schon ein bisschen geteasert, dass ich im Weihnachtsspecial eventuell ein Ritual machen werde und Surprise, habe ich gemacht. Dieses Ritual habe ich neulich auch erst vorgestellt. Und zwar ist es das Devil in the Mirror Ritual, also Teufel im Spiegel, oder auch The Devil Face Ritual, also Teufelsgesicht. Ich habe es schon mal ausführlich erklärt, könnt ihr hier anschauen, wenn ihr es nochmal ausführlich sehen wollt. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und ja, eigentlich sollte man es am 24. um Mitternacht spielen, also gerade wenn es vom 24. auf den 25. Dezember schlägt. Allerdings habe ich mich auch mit Leuten besprochen, die so ein bisschen aus der Szene sind, weil ich der Meinung war, dass die Uhrzeit bzw. der Tag nicht ausschlaggebend ist für dieses Ritual. Denn eigentlich im Endeffekt will man ja eine bestimmte Entität herbeibeschwören, und zwar den Teufel, was auf jeden Fall nicht passieren wird, wenn wir hier schon bei der Wahrheit sind. Der Teufel wird bei solchen Ritualen ganz bestimmt nicht kommen. Also da werden irgendwelche kleinen Scheißviecher vielleicht kommen, ja, aber es wird kein Teufel oder höherer Dämon sich in meinen Spiegel begeben, wenn ich ihm sage, ey, komm mal her. Aber im Prinzip möchtest du eine bestimmte Entität rufen und dann ist es eigentlich scheißegal, an welchem Tag das ist. Ich bin der Meinung, dass so Spiegelrituale auch funktionieren, wenn es nicht an Weihnachten ist, auch wenn du nicht den Teufel beschwörst, sondern irgendwas, was da halt gerade rumkreucht und fleucht und Bock drauf hat. Das ist so meine Auffassung dieses Rituals. Also ja, ich habe diese Regel gebrochen, wissentlich gebrochen, mit der Annahme, dass es egal ist für dieses Spiel. Und ich erkläre euch jetzt trotzdem nochmal kurz, wie das funktioniert, damit wir alle on the same page sind. Und dann geht's los. Es ist auch wirklich ein sehr simples Ritual, was man sehr schnell gemacht hat. Man braucht nicht viel. Man braucht einen Spiegel und 12 Kerzen. Die Farbe ist egal. Es wird schwarz empfohlen. Ich habe auch schwarz genommen. Also ich hatte jetzt nicht 12 schwarze Kerzen. Ich hatte, glaube ich, 9 schwarze Kerzen und den Rest hatte ich dann rote Kerzen. Aber ich glaube, auch das tut hier wenig zur Sache. Es gibt Rituale, da ist das wirklich ausschlaggebend, welche Farben die Kerzen haben. Das stimmt. Aber ich glaube, hierbei war es egal. Weil hier steht eben auch, man braucht 12 Kerzen, idealerweise schwarz. Also ja, dann braucht man auch noch einen Timer. Und jetzt stellt man den Spiegel auf in seinem Raum, in dem man das Spiel spielt, stellt seine Kerzen in einer Reihe vor den Spiegel und um 5 Uhr Mitternacht fängt man jetzt damit an, diese Kerzen anzuzünden, sich vor den Spiegel zu setzen oder zu stellen. Und jetzt wartet man, bis 23.59 Uhr ist. Dann stellt man seinen Timer auf 1 Minute, schließt die Augen und wenn der Timer angeht, öffnet man die Augen und bestenfalls oder schlimmstenfalls, also kommt auf deine Betrachtung drauf an. Bei mir wäre es bestenfalls, sehe ich den Teufel im Spiegel. Andernfalls, naja, siehst du halt nix so oder halt was anderes. I don't know. Dieses Spiel kann man auch zu zweit spielen. Es ist kein Muss. Allerdings muss man den Creepy Part halt wirklich alleine machen. Also der Zeuge, wie es hier beschrieben wird, wartet vor der Tür und ist im Notfall halt zur Stelle, wenn irgendwas schief gehen sollte. Hatte ich jetzt mal wieder nicht. Anyway, ich habe es halt allein gemacht, so wie immer, so wie ihr das von mir kennt. Genau, und wie das Ganze abgelaufen ist, seht ihr jetzt. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Ritual. Fröhliche Weihnachten an dieser Stelle und habt schöne Festtage mit euren Liebsten. Dann sehen wir uns nächstes Jahr. Ja, und damit Abby out und genießt eure Tage. Bis dahin. Was war das? Okay. Bis dahin, ihr Süßmäuse. Tschüss. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen?
Ironie, wie ich den ganzen Abend auf dieses Ritual warte und dann im Stress bin, weil ich einfach die Zeit aus dem Ding verloren habe, so, ne? Okay, also Lämpchen. Und Kerzen. Es ist 23.55 Uhr. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich dachte, es wäre witzig, wenn wir so... meine Auffassung von lustig. Das Licht wird auch gleich besser, beziehungsweise I don't know. Dass wir hier so ein Spiegelportal aufbauen. Ich hatte nicht nur schwarze Kerzen, 12, deswegen habe ich noch rote genommen. Und jetzt fangen wir an. Cool. Ich glaube, das war ich. Ihr seht jetzt nichts. Aber ihr werdet gleich. Scheiße, was ist das für ein Zug? Wo ist mein Handy? Muss mein Timer stellen. Vorbereitet wie eh und je. Okay, wir haben 23.57 Uhr. Mein Puls dreht gerade durch, weil ich so im Stress bin. Okay, let's go. Brennen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Gut. Geschafft. Alright! Muss man die überhaupt in so einer Reihe aufstellen oder in so einer Reihe? Anyway, keine Zeit mehr. Es sind 58 Leute, es geht gleich los. Bisschen nervös auch. Sobald hier die 59 erscheint. Boah, das Warten ist das Schlimmste, ne? Come on! Dann kann eine Minute sein. Ich werde mich gleich zu Tode erschrecken, wenn dieser Klingelton ertönt. Ich habe schwitzige Hände. Irgendjemand oder irgendwas mit mir hier. Ich sitze in einem scheiß Spiegelportal, Alter. Kannst du auf dich aufmerksam machen? Bitte. Wenn jemand oder etwas mit mir hier ist. Wieso? Das EMF gerade ausgeschlagen, war es wegen meinem Handy? Das war bestimmt wegen meinem Handy, oder? Wenn irgendjemand oder irgendwas mit mir hier ist, kannst du bitte einmal auf dich aufmerksam machen?
kannst gerne klopfen. Du kannst die Lampen da vorne anmachen, den Ball berühren, die Kerzen ausmachen. Also auf Anhieb fällt mir so ein bisschen diese Kerze auf, aber bei Kerzen bin ich halt immer so ein bisschen so, ja, kann halt irgendwie viele Ursachen haben, ne? Kann irgendwie der Docht sein, kann das Wachs sein, I don't know. Ich bin offensichtlich kein Kerzenmacher. Ja, aber alle anderen sind sehr ruhig, ne? Keine Ahnung, also ich habe jetzt auf jeden Fall nichts im Spiegel gesehen. Ich habe keinen Teufel, ich habe keinen Dämon gesehen, ich sehe mich. Schlimm genug. Ich muss sagen, als ich so die Augen zugemacht habe, habe ich mich schon ein bisschen beobachtet gefühlt auch von hinter mir. Aber ich meine, das ist halt alles so ein bisschen Psycho-Games auch, ne, mit so Ritualen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich darauf verlassen kann oder nicht. Auf jeden Fall hatte ich hier so das Gefühl, dass jemand hinter... Oh, und da steht der Spiegel. Was ein Zufall. Ich, wie ich noch nicht mal mehr wusste, wo ich den anderen Spiegel hingepackt habe. Ja, auf jeden Fall von da habe ich es gespürt, ja, tatsächlich. Zufall? I don't know. Okay, jetzt fängt diese Kerze auch an, aber um fair zu sein, diese Kerze ist auch echt ein bisschen strange, weil je weiter die abgebrannt ist, desto mehr Kerzendochte hat die gekriegt und mittlerweile hat sie irgendwie 3 Kerzendochte und deswegen hat sie auch so eine Riesenflamme und rastet so komplett aus manchmal, deswegen darf man auf die nicht so viel geben. Mache ich jetzt hier auch wieder auf, because ich habe keinen Bock, dass meine Wohnung in Flamme aufgeht. Habe ich jetzt irgendeine Regel gebrochen? Wahrscheinlich schon. Vielleicht sollte ich mich halt auch einfach mal einmal an alle Regeln halten. Well. Das nächste Mal könnte ich das auch mit der Spirit Box spielen, ne? Das wäre auch nochmal interessant. Jetzt ist es die... Okay, strange. Wir gehen jetzt trotzdem mal nicht auf die Kerzen. Ich weiß ja nicht. Das war das... Devil in the Mirror oder das Teufelsgesicht heißt es, glaube ich, noch. Oder Teufelsspiegel. Teufel im Spiegel. Kein sonderlich langes Ritual. Offensichtlich kein sonderlich effektives Ritual. Kann halt hier noch 3 Stunden sitzen. Zünd jetzt aber trotzdem mal der Reihe nach aus, because ich habe keine Ahnung, wie man dieses Spiel beendet, so wirklich. Ich hätte mir vielleicht auch nochmal durchlesen sollen, wie man das Ganze macht. Das EMF gerade ausgeschlagen. Yes. Okay. Ist jetzt irgendjemand hier? Kannst du vielleicht eins der Lämpchen anmachen? Kannst du das EMF nochmal ausschlagen lassen? Ja, EMF ist halt auch immer so eine Sache, ne? Ist für mich kein 100%iger Beweis. Sage ich ja auch immer wieder. Hallo? Ja, das Spiegelportal, muss ich sagen, sieht schon echt creepy aus, so, ne? Wenn man da so durchschaut. Wer ist mit mir hier? Ich habe gerade was gehört, aber... Es ist heute auch so stürmisch draußen, ich weiß nicht. I met the devil by the way. Also, falls irgendjemand oder irgendetwas mit mir hier ist, darfst du sehr gerne nochmal auf dich aufmerksam machen. Schaffst du das, diese Kerze zum Flackern zu bringen, und zwar so richtig zum Flackern? Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für alle Wesen, die durchgekommen sind oder durchkommen wollten, die mit mir kommunizieren wollten.
die vielleicht auch mit mir kommuniziert haben und ich habe es einfach nicht geblickt. Danke. Ich habe gerade gedacht, hier wäre irgendwas. Natürlich. Natürlich fängt da was eben öfter an zu blinken. So, well. Ich muss dieses Spiegelportal wieder auflösen. Das bereitet mir Unwohlsein. Und das sag ich. Ja, du musst auf jeden Fall dorthin zurückgehen, wo du hergekommen bist. Und du darfst nicht länger hier bleiben. Und deswegen verabschiede ich mich von dir. Dankeschön. Und weiß ich nicht, was sagen wir, mach's gut. Finde Frieden. Out.